Die Rhythmusstörung Vorhofflimmern ist sehr häufig und meistens wird sie ganz gut vertragen. Für Sie ist allerdings entscheidend, dass Vorhofflimmern auch Schlaganfälle verursachen kann. Daher ist es besonders wichtig, dass man ein unrhythmisches Herz früh erkennt, um eben Schlaganfälle und eventuell auch den Tod zu verhindern. Meist beginnt Vorhofflimmern mit kurzen Episoden, die zuerst auch gar nicht gut bemerkt werden können. In fortschreitender Zeit kommt es aber dazu, dass die Episoden länger werden und auch manchmal gar nicht mehr von selbst beenden. Man spricht dann von persistierenden Vorhofflimmern. Eine Herzinsuffizienz ist im Grunde eine Schwäche des Herzens und sehr häufig sind Patienten mit Herzinsuffizienz auch Patienten, die Vorhofflimmern entwickeln. In seltenen Fällen kann es auch umgekehrt sein, dass Vorhofflimmern eine Herzschwäche oder Herzinsuffizienz begünstigen kann.